So, herzlich willkommen im Lean Base Live Kochstudio. Ihr Lieben, ihr werdet euch wundern, alle die, die mich nicht kennen, weil wir ja beim Alessandro auf der Seite online sind. Aber wir haben den Stream natürlich kräftig geteilt. Ja, ihr alle werdet euch wundern, dass wir das hier für euch organisiert haben. Der Grund ist, wir tun ja schon seit am Dienstag um 14 Uhr jeden Tag 2, 3, 4 Livestreams organisieren, in dem es um harte Fakten geht, um Führungsthemen, um Produktionssteigerung, um agil. Heute hatten wir die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu Gast. Und da haben wir uns gedacht, weil ihr so ordentlich zugeschaut habt, organisieren wir das für euch. Ich habe ja, und ein paar andere Leute auch, wir haben ja heute Morgen sozusagen die Einkaufsliste und das Rezept geteilt. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da wirklich auch live mitkochen. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir müssen die Woche abschließen mit dem Alessandro und alle die, die uns kennen und Lean Around the Clock kennen, dann wissen die, dass der Alessandro in den letzten beiden Jahren für uns gecatert hat und kulinarische Festlichkeiten organisiert hat. So, also, die nächsten 70 Minuten, ihr wundert euch vielleicht, dass wir hier so Dinge aufhaben, ja. Das dient nur dem Schutz der Lebensmittel, weil das müssen wir ja auch anschließend essen. Die nächsten 70 Minuten werde ich kochen für euch, also mit dem Alessandro zusammen, ja. Also es gibt die, also ihr habt hier die zwei besten italienischen Köche. Der Alessandro, und da werden wir im Verlauf des Gesprächs dazukommen, macht das hier im Übrigen nicht zum ersten Mal. Der ist quasi im Dauereinsatz. Live-Cooking, Zoom-Cooking. Und da werden wir uns im Laufe des Gespräches oder des Kochens unterhalten. Alessandro, also ich habe verstanden, es gibt Hartweizenmehl, es gibt Weizenmehl, es gibt Milch, es gibt Basilikum, es gibt Petersilie, es gibt Knoblauch, rote Zwiebel, Hackfleisch. Für alle die, die nicht die Gelegenheit hatten, zu wissen, was wir da heute kochen, sagst du vielleicht mal, was das Endergebnis sein soll. Wichtig noch ist, wenn ihr Fragen habt, also wenn ihr live mitkocht, meine Kochkünste kommentieren wollt, dann haben wir natürlich die Angela, haben wir wieder da, die den Stream verfolgt und da könnt ihr Fragen stellen. Sie spricht perfekt Pfälzisch, ja, sie versteht Pfälzisch, versteht ein bisschen Mannheimerisch, sie kann relativ gut Englisch, sie hat mal Latein studiert, die italienische Gemeinde kriegen wir auch irgendwie hin. Also nachdem, dass ich hervorragend koche, spreche ich auch noch perfekt Italienisch. Bin sowieso ein Multi-Genie. Das so viel zur Einleitung. Alessandro, was machen wir heute? Okay, erst vielen Dank, dass ich darf hier sein. Ja. Ich bin heute bei euch zu Gast. Das ist toll, dieses Studio dazu zu denken, dass ihr habt bis 13 Uhr gestreamt. Ja. Und jetzt haben wir ja eine Küche gebaut. Und das ist, also das ist ja wirklich spannend. Wir haben innerhalb von erstmal eine Pause gebraucht und dann haben wir innerhalb von 2 Stunden haben wir das Ding gezaubert. Also, das ist super. Das vielleicht auch könnt ihr zu Hause auch machen. Also man kann das überall, in jedem Studio, in jedem größeren Wohnzimmer kann man das machen. Aber der Werbeblock kommt noch. Ja, genau. Okay, was machen wir heute? Heute haben wir ein Rezept aus Kalabrien. Kalabrien, meine Heimat. Und wir werden vorbereiten die Maccheroni. Maccheroni al Ferretto, das sind diese typischen Nudeln mit einem Draht gedreht. Und die Soße, das sind einfach die Hackfleischbällchen, die Polpettine al Sugo, auch eine sehr typische Rezept aus Süditalien. Wir haben 70 Minuten, stimmt, circa etwas weniger, aber wir schaffen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, aber
Du kannst, das ja, ist kein Problem. Also ich habe auch schon heute Nacht, habe ich schon trainiert. Ja, ja. Also super. Ihr seht auch, wie leicht mir das da von der Hand geht. Zu dem Draht vielleicht noch. Ja, das ist ein Draht und das braucht normale Draht. Das ist dünn, aber das muss ein bisschen schon fester sein, weil wir werden immer ein kleines Stück Teig nehmen und rollen. Und dann kommt raus, diese Nudeln, diese Macaroni, die haben ein kleines Loch innen, wie zum Beispiel bei Bucatini. Und das ist sehr gut bei Kochen. Du hast gesagt, das ist eine Spezialität aus Kalabrien. Ja. Also werden die Macaroni in der Lombardei ohne Draht gemacht, oder? Nein, das ist, jede Region hat in Italien normalerweise eigene Nudeln, typische okay. Sorte Nudeln. Die Pasta fresca ist generell in Italien, aber zum Beispiel wie Apulien hat die Orecchiette, diese kleine Hörnchen. In Kalabrien haben wir die Macaroni und so weiter. In Toskana, das sind die Pici zum Beispiel. Jeder hat eigene Sorte Nudeln. Und das ist auch ein bisschen anders, weil diese Nudeln aus Süditalien, die sind ohne Eier gemacht, nur mit Mehl und Wasser. Okay. Wir fangen sofort an, ja, weil der Teig braucht auch ein bisschen Ruhe. Ja, was für ein Wein trinken wir da? Was für ein Wein? Ein Weißburgunder aus dem Pfalz. So. Salute. Salute. Ja, das ist immer ein bisschen... Das tut gut. Gut. Sehr gut. Wir könnten es eigentlich beim Trinken belassen, oder? Ja, ja. Normalerweise okay, schon. Gut. Wir tragen heute auch Handschuhe. Ja, selbstverständlich. Und du wirst sowieso den Teig machen. Ich habe es schon tausend Mal gemacht, deswegen brauche ich heute nicht wieder zu machen. Finger zu viel? Nein. Doch. Hast du etwas? Hast du fünf Finger oder hast du vier? Hast du fünf, oder? Also entweder habe ich einer zu wenig oder die haben zu viel. Gut. Also ich werde den Teig machen. Ja. Klar. Und ich erkläre sofort etwas. Wir haben hier zwei verschiedene Sorten Mehl. Eine ist Weizenmehl, das ist die 405. Und dann haben wir auch die Semola. Das ist Grieß, das ist Hartweizenmehl. Aber das ist sehr fein, das ist Rimacinata, das ist zweimal gemahlen. Viele machen die Macaroni nur mit Semola. Für mich der Macaroni dann wird zu weich. Deswegen benutze ich auch der Weizenmehl. Und das ist typisch von diesen Nudeln, diese Macaroni, die sind schon bissfest. Das hat nichts zu tun mit al dente, die nicht ganz gekocht ist. Die Macaroni, die bleiben bisschen härter, aber sind gekocht. Brauchen wir das Brett hier? Noch nicht, später. Okay. Wir werden hier drin in diese Schüssel den Teig machen. Du kannst schon die zwei Mehl zusammen da rein. Gleichzeitig, oder? Ja, gleichzeitig. Also ich werde wahrscheinlich mit dem hier... Ja, ich kann, aber sowieso musst du alles mischen mit den Händen dann. Ach so, ja gut, dann ist es ja sowieso... Dann ist... Okay, und dann gibst du dazu ein bisschen Wasser. Soll ich erstmal ein bisschen rühren? Muss nicht. Guck mal, ich gebe dir ein bisschen Wasser und kannst du anfangen schon zu drehen. Das ist sehr wichtig, dass der Teig vom Nudel nicht sofort, wird auch nicht so schnell gemacht. Das dauert immer ein bisschen Zeit, nicht sofort viel Wasser dazu zu geben, sonst der Teig ist zu weich und geht nicht. Der Teig braucht Zeit und 15 Minuten, hast du gesagt. Also wenn 15 ich da Minuten, um in Ruhe zu lassen. Jetzt, wir geben ein bisschen Gas und gehen wir ein bisschen schneller. Ja. Also mal... Du hast sowieso fast schon ein Kilo Mehl da drin. Deswegen ja. Das braucht also mal generell zu dem, was wir da heute kochen. Also in Kalabrien, ja. Wäre das jetzt ein Abendessen oder wäre es... Es ist ein Sonntaggericht. Wow. Es ist ein die Macaroni, das war immer, dass die Oma hat schon Samstag vorbereitet, die hat getrocknet lassen auch und dann vor Sonntag war die ganze Familie, dann großer Tisch. Denk mal, Sonntag, die haben nicht gegessen zu viert zu Hause. Das war immer 40. Genau, eine große Familie und deswegen Samstag haben schon alles damals vorbereitet und vor Sonntag dann die klassische Macaroni. Und das denk war mal, dass die Soße, was dazu kommt, normalerweise ist eine Ziegenragout. Mit Ziegenfleisch-Ragout. Aber mit dieser Hitze. Ja. In also, diese Tage besser. Also Sonntagsessen deswegen, weil es Fleisch dazu gibt. Ja, Sonntag war der Tag, wo die haben früher Fleisch gegessen. Freitag war immer Fisch. Und die anderen Tage, sagen wir, hast du gegessen, was auch deine Garten, im Garten hast du gepflanzt.
das kommt, die italienische Küche ist sowieso eine arme Küche. Und das muss ich mir immer denken, dass die traditionelle Küche hat viele Gemüse sowieso und Fleisch. Wo Fleisch ist, ist normalerweise immer ein Sonntaggericht. Zum Beispiel die Bolognese-Soße, was hier in Deutschland ist sehr beliebt und das wird gegessen von Montag bis Sonntag. In Italien war mehr und ist immer heute ein Ragù sowieso für Sonntag. Und das wird immer kombiniert mit einer selbstgemachten Pasta, frische Pasta. Also hier in Deutschland werden Spaghetti gegessen. Das ist für uns ein Nudelfutter unter die Woche. Miracoli. So. also wir können ja uns auch okay, schau mal, kein Wasser mehr dazu und jetzt anfangst du richtig zu kneten, zu bearbeiten, ja, sonst wäre es zu weich. Währenddem ich es mache, wir müssen ja uns ja nicht nur über das, was wir heute kochen, unterhalten. Wir können uns ja mal auch so ganz generell über die italienische Küche unterhalten und da sticht natürlich eine, wie soll man sagen, ein Gericht, ist das die Pizza. Ja, was willst du wissen über Pizza? Ist das richtig, dass die Ursprungspizza die Pizza Margherita war? Also ja. Das weiß man hier in Deutschland. Das kommt aus Neapel vor die Königin Margherita. Und die Geschichte ist, dass sie hat etwas Neues sich gewünscht und hat am eigenen Bäcker gefragt, ich möchte etwas Neues. Nur Brot ist immer mir langweilig. Und dieser Bäcker, der eigene Bäcker von Margherita Königin, dann hat der Teig vom Brot bearbeitet, dann hat ausgerollt, dann hat ein bisschen Tomatensoße drauf gemacht und normalerweise die normale Pizza ist mit Tomatensoße die originale und hat gebacken. Aha. Und das war dann super, die Königin war sehr glücklich und so der Bäcker hat genannt die Pizza Margherita. Und deswegen Pizza ist original italienisch und nicht wie viele behaupten aus New York. Nein, natürlich nicht. Und ist das, was dann... Das ist sehr schön. Jetzt kannst du raus aus dieser Schüssel und weiter kneten auf dem... So. Ist das, was dann da draus geworden ist, also dass der Salami draufkommt und irgendwelche Schweinereien wie Ananas und so... Das ist doch dann aber nicht eine italienische Erfindung, oder? Nee, die andere sowieso, wenn du machst die Diavola mit Salami, oder das sind alle italienische Erfindungen. Nur mit Ananas nicht. Ja, es gibt ja Pizza mit Ananas. Aber die Pizza Hawaii kommt nicht aus Italien. Aber die wird auch heutzutage in Italien vorbereitet, das finde ich schon ein bisschen schräg. Gut. Aber klar, ja, es gibt ja auch in Italien McDonald's, also von daher. Ja, genau. Wollen wir mal fragen, ob die Angela schon ein paar Bemerkungen hat. Was mich interessieren würde, ist, der Kurt dabei ist aus der Lombardia. Und ich wollte den Kurt mal fragen, was er von meinen Kochkünsten hier hält. Hätte er nicht gedacht, ne? Also, natürlich ist der Kurt dabei. Er hat mich nämlich gerade über WhatsApp angeschrieben und hat gesagt, er ist extra für dieses Event in eine Bar gegangen und unterstützt euch mit einem wunderbaren, schönen Glas Rotwein. Das ist sehr schön. Also von daher ist er dabei und wir haben sehr viele Zuschauer. Und ich denke mal, die meisten davon kennst du, Alessandro. Ich kann jetzt, dadurch, dass ich jetzt bei dir auf Facebook bin, nicht alle diejenigen sehen, die mich jetzt per WhatsApp anschreiben. Okay. Mhm. Und gibt es denn irgendwelche Bemerkungen, Fragen vielleicht zu dem, wissen wir, ob, also wäre schön, wenn ihr irgendwie in die Kommentarfunktion hineinschreiben würdet, ob ihr mitkocht und... ja, genau. Ja, also das wird uns interessieren. Ob ihr braucht Hilfe in etwas. Genau, also dann würde ich euch gerne einen Ratschlag geben. Okay. So. Aber was noch da steht, ist von einem netten Thomas Hasert. Ich hoffe, ich darf den Namen sagen. Ja. Er sagt, Alessandro kocht mit dem Nikolaus. Gut, okay. Ja. Ich hoffe, wir werden uns einmal begegnen. Wie heißt der, dass ich mir den Namen nochmal aufschreibe? Okay. Okay, schau mal, was ich tue. Ich knete den Teig und das ist sehr wichtig. Die lernen auch alle meine Kochkurse. Mhm. Ich rolle und ich ziehe den Teig, dass ein bisschen hier der Teig diese Risse bekommt. Ein Nudelteig normalerweise ist nicht elastisch wie ein Pizzateig. Okay, woran liegt das?
weil wir kneten. Aha. Und ein Pizzateig wird, geworfen, oder? Nein, Pizzateig wird bearbeitet. Mhm. Der Pizzateig wird sowieso, bekommst du einen schönen Teig, der homogen ist und glatt. Und dann muss hochgehen. Und dann braucht Ruhe. Und bei Nudeln ist anders. Das brauchst du schon zu kneten, schon lang, dass glatt ist, weicher wird. Hast du gemerkt, wie anders ist? Das kannst du probieren, weil das finde ich immer sehr, sehr schön. Da bewegt sich der Po, da hört ihr das? Ja. Das knackt. Sind wir oder? Also hier wird gearbeitet. Nein, nein, das ist ja 120 Kilo Lebengewicht. Also muskulöse Masse, das ist natürlich schon auch. Da geht was. Also du hast eben deine Kochkurse erwähnt, Alejandro. Also wir können ja mal langsam natürlich anfangen. Genau. Sowieso mit der Teig sind wir schon fertig. Das kann jetzt der Teig auf die Seite da in die Ecke hier. So. Das werde ich zudecken mit, so, das muss, wie in Italien wir sagen, das muss jetzt schwitzen. Das tue ich auch. Der also du, von daher. Der bist du dare. So. Okay. Können wir mal trinken, weil wir haben hier gefühlt 38 Grad. Ich denke mehr. Salute. 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 Also, warte mal, bevor wir... Also, du kannst, wir können reden weiter. Wir sind ja Männer, wir können ja mehrere Dinge gleichzeitig. Wir haben hier rote Zwiebel. Ja. Und wir werden jetzt diese rote Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Habe ich es richtig verstanden? Wir oder ich? Du, weil ich mache weiter andere Sachen. Okay. Gut, dann müsst ihr einen Moment... Wolltest also du schneiden, was muss ich denn, wie, also... Wie schneidest du, okay, ich schneide ja sowieso immer die... Enden ab, das mache ich auch immer. Und dann mache ich schon die erste immer weg, weil da ist schon... Ja, okay. Weißt du? Bis dahin kriege ich es noch hin. Genau. So, und jetzt aber? Ich sehe Leute, die probieren, egal wie, zum Schneiden eine Zwiebel. Ich schneide die Zwiebel in Würfel, das muss nicht perfekt sein, die muss nicht extrem klein sein. Ich mag die Zwiebel zu sehen, weil ich esse sehr gerne die rote Zwiebel. So schäle ich oder so schneide ich auch Zwiebel und wenn ich zu Hause mache, weißt du, was dann meine Frau macht? Ja. Die motzt mit mir dann. Wieso? So, ja, weil es ihr nicht fein genug wäre oder mal. Was weiß ich. Ja. Das Einzige, du musst immer aufpassen, mit Handschuhe zu schneiden, dann schneidest du auch die Handschuhe. So, also. Ja. So, also währenddem wir da ja kochen, ja. Also währenddem ich die Zwiebel schneide, und was machst du jetzt? Ich vorbereite dir das Knoblauch für die Hackfleischbällchen. Okay, dann lass uns doch mal zu diesem Thema, ich meine, das, was wir hier machen, ist ja, also jetzt wird es ernst ein bisschen, das ist ja irgendwie auch... Diese blöde Zwiebel da, die... Oh ja, gut. ist ja auch ein bisschen dem geschuldet, also wir hier, zumindest in dem Lean-Base-Studio, weil wir viele Dinge, wie Seminare oder Events oder was auch immer, können wir ja schon seit Wochen und Monaten nicht machen. Ja. Und da haben wir uns jetzt überlegt, so 3 Monate auf der Couch rumliegen und nichts machen, ist mal ganz geht nett. Nicht. Ja. Ja. Aber nur chillen kann halt eben auch brutal langweilig sein. So. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, dann gehen wir zum Theo. Das ist ja der Theo Fischer. Ja. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, für die, die hier uns nicht kennen. Unser allerliebster Messerbauer, und ich werde immer gefragt, du sagst es so oft, das mache ich so eine Floskel. Nein, keine Floskel. Unser allerliebster Messerbauer ist der Theo Fischer. Der die Theo Fischer GmbH, Werbeatelier und auch alles hat. Der macht im Übrigen auch Roll-Ups, das hat er irgendwie alles. So eine halbe Stunde vorher gemacht. Und war ich das? Ja. So. und dann haben wir gesagt, komm, wir machen hier so ein Studio und machen halt das, was wir gemacht haben. So. Darum geht es jetzt aber nicht. Jetzt geht es ja darum, dass auch du normalerweise auf Events kochst. Ja. Also Lean Around the Clock. Ja. Du kochst auf runden Geburtstagen oder ungeraden Geburtstagen, du kochst auf Hochzeiten, du kochst auf Familienfeiern, goldene Hochzeit. Ja. Du machst sonst irgendwelche... Private Cooking zum Beispiel. Genau. Direkt zu oder Hause bei den Kunden. Auch Teambildungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ne?
Und dich hat sie auch irgendwie gebeutelt dann, oder? Ja, das war schon Anfang März. Das waren erst die ganze Volkshochschule, wo ich verschiedene Kochkurse anbiete unter die Woche. Mhm. Die wurden geschlossen, deswegen dann unter die Woche war kein Job mehr. Mhm. Und ich lese nicht so weit. Ohne Brille sehe ich gar nichts. Warte mal, wir kriegen gerade einen dezenten Hinweis. Genau, das etwas. Da steht, Moment mal, ich laufe aus dem Bild. Weil ich sehe gar nichts. Stelle bitte den Wasserbecher beiseite. Danke. Gerne. Das machen wir natürlich. Die wollen ja meine Zwiebelschälkunst sehen. Das ist und dann... Danke für den Hinweis. Danke. Das die Regie. Das würden auch die ganze Event storniert, Geburtstag, alles möglich. Aha. Und klar, ich war zu Hause und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Also, was du machst, sehen wir ja. Ne? Also, ja, nee, was mache ich jetzt damals im März? Die Firma war dann zu, weil... Bist du dann erschrocken gewesen? Hast du dir Anfang, Sorgen gemacht? Ja, klar. Hast du Angst gehabt oder so? Ja, Angst, ja, weil das ist der Existenzgrund. Also jetzt nicht nur um Gesundheit und so weiter, sondern das Angst ist, um dein Business. Auch. Ja. Vom heute auf morgen war gar nichts mehr da. Der Theo hat mir gesagt, dem haben sie binnen... einer Woche haben sie dem alle Messen abgesagt. Er hätte eine Messe gehabt in Milano. Ja. Einen riesen Stand gebaut, Doppelstock. Doppelstock, und genau. Alles war weg. So, okay. Gut. Und jetzt sind wir ja aber kreative Menschen. Ja. Also du und ich auch. Das sieht man beim Zwiebelschälen ja. Schneiden. Bist du noch mit einer Zwiebel beschäftigt? Nee, mit der zweiten. Ah, okay. Ja, so. Und dann, wir sind, das muss man ja sagen, wir sind ja auf Facebook befreundet und so, ne? Und irgendwann habe ich gesehen, Live-Kochen mit Alessandro via Zoom. Ja. Also wie abgedreht ist denn sowas? Ja. Und da musst du jetzt erzählen, wie du da hingekommen bist. Also das ist ja okay, weil dann die Volkshochschule waren geschlossen, dann wir haben keine Möglichkeit mehr gehabt, Kochkurse zu geben. Mhm. Dann habe ich überlegt, was kann ich tun und präsent sein bei meinen Kunden sowieso. Und das ist ja wichtig, dass du immer präsent bist. Ja. Und da Es gab zwei Dinge. Liquidität und Sichtbarkeit. Ja. Das war für Geschäftsleute, sofern möglich, die zwei entscheidenden Punkte. Ja. 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 Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, Online-Kochkurs, dann habe ich mit der ersten Volkshochschule gesprochen. Am Anfang gesagt, ja, wir schauen, ob möglich ist. Dann habe ich klar auch mit ein paar Kunden gesprochen. Mhm. Da habe ich gesagt, ich habe die Idee, Kochkurse online zu geben, jede zu Hause mit ein paar Freunden. Aha. Und dann schauen, normalerweise konntest du zu Hause mit deiner Familie kochen, das wäre ohne Problem gegangen, damals Anfang März. Und die Kunde, muss ich sagen, die haben auch direkt bei die Volkshochschule angerufen und gesagt, wir möchten diese Online-Kochkurse. Ja. Und dann ist gegangen. Die haben das noch gar nicht angeboten? Oder haben nein, das war, dann haben die Volkshochschule angerufen und gesagt, Alessandro, du hast schon Werbung gemacht, aber wir haben noch gar nichts organisiert. Was machen wir? Wir machen das. Und das war schon vor 3 Wochen der erste Kochkurs und hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist wöchentlich, habe ich momentan mit 2 Volkshochschulen. Die kannst du da am Boden lassen. Ja. Wir nehmen danach. Und das macht richtig Spaß. Also, wie viele Wochen, Monate machst du es jetzt schon? Ich meine, du machst noch viel mehr, da reden wir gleich drüber. Aber, ja, jetzt ist seit schon ein Monat mit Kochkurse online bei der Volkshochschule. Nächsten Monat geht los mit auch private Firmen. Boah. Also, das ist jetzt sehr schön. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt wird es heiß. Genau, und jetzt? Jetzt kommt Olio. Ja. Sag uns mal was noch mal zum Olivenöl. Das ist ein Olivenöl aus Abruzzo. Mhm. Es ist ein milde Olivenöl. Das ist nicht so kräftig wie die süditalienische Olivenöl. Hat einen Grund, weil sowieso hier in Deutschland viele haben gerne das Olivenöl, aber wenn milder ist, es ist besser. Und weil ich habe eine Catering-Firma, ich muss auch schauen, dass dieser Geschmack vom Olivenöl nicht so intensiver ist oder so extrem. Manchmal ist es auch ein bisschen bitter und viele Leute mögen das nicht. Deswegen, was ich benutze, ist ein Olivenöl, die
mild ist und das passt. Und ich also, habe auch. Da gibt's ja, es gibt ja kaltgepresst und warmgepresst oder so, oder? Oder? Kaltgepresst. Und es ist so, Olivenöl heutzutage, es ist schwierig. Wir können nicht verlangen, dass Italien als einziges Land exportiert Olivenöl in die ganze Welt. Dann klar, das müssen wir eine Lösung finden. Das kann nicht kommen, alle Oliven aus Italien. Nein, das wissen das wir ganz genau, möglich, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass das Olivenöl ist von einer Sorte Oliven. Okay, wunderbar. Oliven. Und keine okay. Mischung. Die ist das darf nicht sein, genau. Es ist, Olivenöl ist ein Öl, das schon sehr stark ist. Mhm. Meine Oma damals hat frittiert mit Olivenöl. Ach, das was? War normal. Ja? Hat die ganze Wohnung gestunken, ganze Woche nach Fritteuse, aber das war super. Okay, Olivenöl in die Pfanne und ich gebe dazu die Zwiebel. Und lasse ich die Zwiebel jetzt schon dünsten. Und was ich mache immer sehr gerne bei Zwiebeln, ein bisschen Salz. Und dann die werden schwarz. Für was brauchen wir eigentlich einen Rotwein? Das ist kein Rotwein, das ist eine Pfeffermühle. Ach so. Ach so. Das ist Wein überall. Ja, mein Gott, okay. Ist ja schon leer fast. Ja. In die Zeit jetzt, ja. Das machen wir so, ja. Dass das geht weg. Das ist, habe ich extra gebracht, um sauber zu machen. Und wir können jetzt die Hackfleischbällchen, das kann so bleiben. Und wir können jetzt die Hackfleischbällchen schon vorbereiten. Ich habe hier... Das geht allein jetzt langsam. Das muss schon ein bisschen goldbraun werden. Und dann also, kommen bei also für alle die... Mittlere Temperatur. Mittlere ja. Jetzt vorbereiten wir die Hackfleischbällchen. Mhm. Ich habe hier altes Brot. Ich habe warmes Milch, das kannst du ein bisschen Milch da rein tun und warten wir das ein bisschen zu einweichen. Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch sehen genau. Können, mein Glas. Auch wenn mehr ist, ist kein Problem, das kannst du so lassen, das muss ein bisschen einweichen. Das haben wir Hackfleisch, es ist nur aber Rindhackfleisch, kein gemischtes Hackfleisch. Nur Rind? Ja. Dann okay. Habe ich Parmesankäse, Eier, Knoblauch. Und Petersilien. Okay. Gut. Wir nehmen hier diese andere größere Schüssel. Du kannst schon das Hackfleisch da rein. Klar, immer bei Zwiebeln ein bisschen aufpassen, dass nicht anbrennt. Genau. Ein Ei, aber ohne Schale. Knoblauch rein. Salz und Pfeffer. Und ich werde jetzt ja auch den Petersilien fein hacken. Darf ich das machen, dass es ein bisschen schneller geht? Ja, was? Was? Der Petersilien fein. Nein, natürlich. Ich muss mich da auch auf die Würzung konzentrieren. So, und jetzt rummischen tun. Noch nicht. Ein bisschen Parmesankäse rein. Ich sehe mit diesem Schild hier vorne, du siehst nicht richtig, was passiert unten. Okay, hast du bis jetzt alles so gemacht, wie du gesagt hast? Okay, das Brot bitte probier mal ein bisschen zu vermatschen. Oh, das ist noch ein bisschen hart, aber... Ja, ein bisschen drehen. Haben wir Zeit, während wir das machen, dass du eine... kurze Geschichte erzählst von deinem Opa. Du hast gestern Abend hast du so eine schöne Geschichte. Ich erzähle immer diese Geschichte. Von deinem Opa. Ja. Und zwar, ich versuche mal einzuleiten, dein Opa wohnte alleine oder so. Hat oder gewohnt allein. Genau, und dein Papa hat auch gekocht. Und dein Papa hat dein Opa angerufen, Papa, hast du genügend zu essen und so weiter und so fort. Und dann hat dein Opa zu deinem Papa gesagt, ach, weißt du, Sohn, ich mache mir nur einen einfachen Tomatensalat. Tomatensalat, genau. So, und dann mein Vater hat gefragt, ja, eine Tomatensalat und was hast du da reingetan? Ach,
Was habe ich da reingetan? Eine Tomate, ein bisschen Basilikum, eine rote Zwiebel, zwei gekochte Eier, ein bisschen Thunfisch. Wir haben in Kalabrien dieses schöne Thunfisch in Olivenöl. Das sind viele. Und mein Vater war, Gott sei Dank, war eine einfachere Tomate. Vor Abendessen war schon. Aber er hat nicht gelogen. Hat so gut gelebt und das, wieso nicht? Das war super. Und er ist alt geworden, ne? Ja, ja, das war schon toll. So, und also jetzt haben wir das Problem hier, dass da die Dinger noch nicht so richtig... Ja, warte einen Moment, du kannst das Petersilien schon rein in Hackfleisch, bitte. Genau, perfekt. So. Und jetzt kannst du ja... kneten. Probier mal kneten mit einer Hand nur. Okay. Die Zwiebel hier sind schon gedünstet, aber sehr schön. Die Tomatensauce, was wir machen gerade, das ist eine sehr einfache Tomatensauce. Ich habe gerade die Zwiebel in Olivenöl mit einer Prise Salz goldbraun gebraten. Ich werde jetzt noch weiter die Tomaten, passierte Tomaten dazugeben und dann lasse ich kochen. Und in diese Tomatensauce werden die Hackfleischbällchen gekocht. So, und jetzt hat die Angela, da gibt es Bemerkungen, Fragen, Anregungen, Komplimente für mich, ganz klar. Sicher. So. Es machen sich alle Sorgen um deine Hände und die Frage, ob irgendwo eine hübsche Krankenschwester parat steht, falls da irgendetwas passiert. Also, wir haben natürlich Backstage, haben wir alles organisiert, ja. Wir haben, also wir sind ja auch nicht weit weg von Klinikum Mannheim. Insofern, also da braucht er sich keine Sorgen machen. Theo, sein Parkplatz ist so groß, dass er nicht Rettungshubschrauber landen kann. Also es läuft. Ja, es war jetzt auch sozusagen eine Bemerkung, die jetzt hier rundum gegangen ist. Also wie gesagt, man sieht wohl, das ist jetzt meine eigene persönliche Zusammenfassung. Du sollst bitte nicht die Zuschauerinnen und Zuseher Kommentare fehlinterpretieren, deine Meinung da hineintun und lügen vor allen Dingen. Ne? Also das, so, bitte, wir wollen ungefiltert die Komplimente. Genau. Wollen wir haben, also das ist ja immer ganz auch klar. Vollkommen okay. Es ging nämlich jetzt um die Frage Hackfleisch, Zusammensetzung. Ist das Schwein, Rind? Nein, das ist nur Rind. Nur Rind? Ja. Und die Frage kam auch noch nach dem Olivenöl. Welche Sorte Olivenöl du verwendest? Das ist egal, die passen nicht auf. Sorte Olivenöl du verwendest? Also jetzt in dem Fall ist es das hier. Es ist eine schöne Olivenöl aus Abruzzo. Und es ist mild im Geschmack. Bedeutet, wir haben verschiedene Sorten Olivenöl. Eine Sekunde, ich muss erst die Tomatensauce rein, sonst die Zwiebel. Ja, ich wollte mir gerade noch ein bisschen nachschütteln. Also ich habe auch die Flasche Wein so weit weggestellt, dass ich ständig aus dem Bild laufen muss. Also sonst, das sind Olivenöl, die sind sehr, sehr stark im Geschmack. Und ich habe zum Beispiel auch eine Olivenöl in Flasche, kleine Flasche, das ist hier unten auf dem Tisch. Es ist ein Bio-Olivenöl aus Palermo und das ist fantastisch, aber das ist ein Olivenöl nicht zum Kochen, einfach nur zum Beispiel mit ein bisschen Weißbrot und ein bisschen Salz, so das zu messen. Das ist fantastisch, aber das ist schon etwas anderes. Und das ist ein mildere Olivenöl zum Braten, zum Kochen. Hat ein, sagen wir, einen guten Preis, aber klar, es ist eine andere, ein normale Olivenöl zum Kochen. Das ist schon die Unterschied. Und was ganz wichtig ist, dass man das Olivenöl nicht mischt. Also nicht, das kann dass man Oliven, zwei Sorten, das, ne? Also man diese, eine genau. Sorte. Da hätte ich mir jetzt aber auch schon ein bisschen, das haben wir vorher viele Stunden schon erklärt, dass die ein bisschen mehr aufmerksam sind. Und jetzt noch, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, es kam da jetzt noch eine letzte Frage. Du hattest das ja da unten jetzt wunderbar dekoriert, Alessandro. Ja. Und da kam jetzt auch die Frage, wo man das kaufen kann, wie man das kaufen kann. Auch die Frage mit dem Olivenöl habe ich sozusagen dahingehend interpretiert. Auf meine neue Homepage, genau, das ist ein wunderschönes Olivenöl, biologisch angebaut. Auf meine Homepage unter alessandro-deinkoch.de, ich habe auch einen Online-Shop
und ihr findet meine ganzen Produkte, von die verschiedenen Pesto, Nudel, Risotto und Olivenöl. So, und da gibt es zum Beispiel wunderbare Pesto. Da gibt es ganz hervorragende Risotto. Ja, der Risotto ist ancora super. Pesto. Das war's. Aber Pesto, Marmelade. Deine Homepage lautet www.alessandro mit einem L geschrieben und zwei S minus oder Bindestrich deinkoch.de. So. Und Stefan, auf die, unser Kamerakind Stefan, kannst du das mal bitte auf die weg? Was? Auf die Homepage-Seite, ihr findet alle Informationen dann. Hast du? Ja, warte, ich muss. Okay, gut. So. Du hast das Salz gemacht, aber du hast wenig Salz gemacht. Ja, ich bin halt jetzt nicht mehr unbedingt verliebt. Nee? Wieso nicht? Also ich liebe. Ich liebe, aber so verliebt. Ja? Okay. So. Wollen wir mal anstoßen? Ja. So. Salute. Ching Chong. Salute. Salute, salute. Okay. Ja. Sagen oder? Ja, ich lese nur aus den Kommentaren. Okay, ich möchte euch nur daran teilhaben lassen. Mhm, gerne. Also ich komme noch mal auf diesen Herrn Thomas Haser zurück. Ja. Der dem sagt, ich ein persönliches Wort, glaube ich, zu sprechen habe. Wenn ich das wirst du vielleicht jetzt gleich. Aber zunächst lässt er liebe Grüße ausrichten und sagt, dass er sich auf Ickelheim freut, auf die Kochkurse. Aha. So, jetzt kommen wir aber zu dir. So, jetzt müssen wir aber erst das Thema ausgreifen mit den Kochkursen. Ja. Wir könnten das jetzt alles irgendwie ein bisschen verquicken. Gut, also sag ihm bitte, dass ich bin ausgebucht. Also ich, ja, also ich kann ich mich nicht wirklich. Wasser dazu. Also Leute, jetzt passt auf. Ich, also seit dieser Corona, also ich habe noch nie so viel gearbeitet, beschäftigt mit so wenig Business, ja. Und jetzt kann ich aber nicht nach Böhl-Ickelheim oder wie das Ding heißt, kommen und auch noch kochen. Also das ist, nein, Alessandro, oder? Es ist dann so, zu viel, ist, oder? So. Okay. Er sagt ja aber auch, jetzt kommen wir nämlich zu dir. Ja. Ralf. Ralf macht das schon geschickt, arbeitet er sehr langsam und schon übernimmt Alessandro seinen Job. Und es kam natürlich... Okay. Auch ein Kommentar dazu, zu dieser Aussage. Danke dir, lieber Kurt. Das Kurt, sind, nein, wenn du mir jetzt in den Rücken fällst. Nein, er ist dir nicht in den Rücken gefallen, sondern er sagt, das sind eben echte Führungsqualitäten. So eben. Ja. Danke, Kurt. Kurt, pass auf, das müssen wir jetzt mal Kurt. So, pass mal auf. Ich bin eben nicht intelligent für das System, sondern ich lasse... dem Alessandro seine kreative Freiheit, ja, und führe durch Gespräch zum Beispiel, ja, und durch Fragen und so weiter. Also das ist eine der Grundlagen der Verbesserung der Coaching-Charta. Wer der Kilo Schreiber zuguckt, der wird mir jetzt garantiert 5 Herzen machen oder sonst irgendetwas. Gut zu dem Thema. Okay, also jetzt, du bist ja für mich stellvertretend da am Wochenende in Böhl-Ickelheim. Okay. Oder wo ist das? Böhl-Ickelheim. Wo? Ickelheim. In der Palt. Ja. So, okay. Okay, und weiter für die Leute, die vielleicht schon kochen auch oder die wollen das wissen. Die Tomatensauce hat angefangen zu kochen. Ich habe die Temperatur reduziert und jetzt wir bringen die Hackfleischbällchen in Form, so Bällchen, wie gesagt, und lassen wir rein in die Tomatensauce kochen. Das Wichtige ist und das Schönste auch, dass die Tomatensauce bekommt einen tollen Geschmack von diesem Hackfleisch, die gewürzt ist und die Hackfleischbällchen bleiben saftig. Viele werden erst braten, diese Hackfleischbällchen, und dann in Tomatensauce. Ich finde, es geht, aber es ist zu schwer, finde ich. Das so habe ich am liebsten. Hey, Alessandro, das ist ein bisschen groß gerade. Da haben wir ein Bällchen. Oh, das war schon... Ein Fußball. Ja, Inhalt für die große Portion. So, also jetzt lass uns da nochmal rein.
Also du kochst ja nicht nur für die Volkshochschule. Nein. Sondern, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ne, du kochst ja auch sozusagen für irgendwelche Hochzeiten, ja, Scheidungen ich, und so weiter. Aber Kochkurse mache ich auch zum Beispiel für Leute, Freunde, die wollen sich treffen. Mhm. Und die organisiere ich zu Hause bei dir direkt und ich bringe alles mit, vom Zutaten, aha, bis auch alles Utensilien, was wir brauchen. Das macht sehr Spaß, weil die organisieren so Abend-Event mit Freunden. Und das jetzt, wo der Herr aus... Bei Thomas in Bülegelheim, das sind die neuen Kurse von Volkshochschule. Aha. Die müssen wir auch schauen, ob finden statt, weil wegen Corona, aha, ist momentan noch alles, okay, unsicher. So, und jetzt müssen wir aber mal, also das hört sich ja, so Volkshochschule. Ja. Das hört sich ja irgendwie so, ne, an. Ja, die hat, ich denke, hat nie gehabt, die Volkshochschule so ein... innovatives Konzept. Hat eine innovative, ich finde das sehr, sehr schön, die ganze Kurse, was die Volkshochschule kann anbieten. Und vielleicht ist auch geändert, als wie früher war, vor 20 Jahren. Es ist nicht mehr. Und da, das hast, du mir, System. Da hast du mir eine Geschichte erzählt. Bei deinem, diese Woche war das, wo du Volkshochschule gehabt hast, wo da sich einer zugeschaltet hat, der eigentlich einen Computerkurs machen wollte. Ja. Das war die Woche. Aber super nett, muss ich sagen. Aber ich war ein bisschen. Aber erzähl mal die Geschichte. Das ist klar, ich gebe schon seit über 12 Jahren Kochkurse. Dann bist du auch schon gewohnt und kennst du schon die Leute, wenn die kommen in Kurs, kennst du schon die Leute, wie reagieren. Und dann habe ich gestartet, darf ich sagen, Zoom? Ja. Ja, ja, natürlich. Und. Du brauchst ja nicht Microsoft Teams zu sagen. Ja, und dann habe ich der Meeting und sehe ich die Teilnehmer und habe ich alle begrüßt und dann ist da ein neuer Kam oder eine neue Person, die habe ich nie gesehen und sage ich, hi, wie heißt du? Erstes Mal bei mir ein Kurs. Und ja, und ich merke, er sitzt im Büro und alle anderen Leute waren in einer Küche. Und dann ich habe erklärt, ja, bist neu, vielleicht weißt du, wie das geht. Hast du die Rezepte bekommen von mir? Ja. Und die Einkaufsliste, hast du die alle Zutaten gefunden? Und er guckt mich so wie, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und sagt, einkaufen? In dem Moment auch die anderen Teilnehmer, die waren alle interessiert, was passiert gerade. Er hat gar nichts gekauft und hat gedacht, einfach in einen Kochkurs online zu schauen, wie ich koche. Perfekt. Also das kannst du machen, das hat er auch gemacht, das hat Spaß gemacht, das hat auch viel notiert, was ist passiert. Ja, das war schon sehr interessant. Gut. Aber das mit dem... Ah ja, müssen wir jetzt irgendwie noch was erklären? Oder läuft nein, dann lassen wir langsam jetzt kochen. Ich muss nur schauen, das sind alle in die Tomatensauce rein. Mhm. Und dann köchelt ihr jetzt in die Zeit, dass wir die Macaroni vorbereiten. Wie viele Minuten haben wir noch? Wie viele Minuten tun wir streamen gerade? Wir haben 18 Uhr angefangen, ungefähr. Das? Ja, also wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Also du meinst, also für alle die, das 45 Minuten meinst du? Richtig. Gut, danke. Ja, da haben wir noch eine halbe Stunde locker. Wir haben eine halbe Stunde. Ja. So, mehr, ja. Okay, also, schauen wir, dass ein bisschen ordentlich während ist. Währenddem du putzt, ja. Frage ich dich noch mal ein bisschen. Ja. Also das mit der Volkshochschule, das haben wir jetzt geschnallt. Ja. Das hier machst du auch. Also grundsätzlich könnte ich dich quasi... engagieren online, ja, für eine Familienfeier. Ja. Also ich konstruiere jetzt mal. Also angenommen, ich habe eine relativ große Familie, die Tochter wohnt in Australien, der Sohn in Bayern, die Enkelkinder, was weiß ich, irgendwo. Ja. Und dann hat ja, also bei all diesem Corona, das Ding ja auch was Gutes hier, früher wären wir nie auf die Idee gekommen, gemeinsam mit unseren Kindern, die halt eben nicht mehr im Haushalt sind und halt weiter weg wohnen, wo man sich halt eben nicht mal eben für eine Viertelstunde das Auto setzen kann, mit denen kann ich jetzt kochen. Also ich kann jetzt, ja, ein Koch-Event machen und sehe dabei und habe ein Erlebnis. Ja.
Also Leute, pass auf, das ist jetzt vielleicht irgendwie, kommt für euch ein bisschen abstrus vor oder so, aber Jungs und Mädels da draußen, das wird irgendwie noch eine Weile so bleiben. Und worauf ich hinaus möchte, ist, das, was ich jetzt eben erzählt habe, das ist ja gar nicht so abwegig, weil du hast ja, und da musst du jetzt auch nochmal erzählen, schön. Du bist von, den Namen müssen wir jetzt nicht sagen, also wir können sagen, das eine ist ein Pharmaunternehmen, ja. Und ist ein ziemlich großes, ja. Weltweit, hat auch einen Sitz in der Schweiz, ja. Auch in Mannheim, und von einem Automobilkonzern, ja. Einen japanischen Automobilkonzern, kann man auch sagen. Okay. Bist du engagiert worden, ja. Zu kochen? Ja. Und zwar live? Mit verschiedenen Leuten, die sind jede in eigene Küche, mit Familien, und die kochen dann alle gemeinsam. Klar, danach wird jede mit eigenen Familien essen, aber die Vorbereitung, da ist eine Leitung, die Leitung von mir, und das wird alles organisiert. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Und bei einem von diesen, darf man ja ruhig gern auch sagen, Großkonzern, ja. Gehst du zu einem ziemlich hohen Tier? Ich weiß es noch nicht. Ja? Ich will auch gehst nicht. Gehst du nach Hause? Tust du bei denen zu Hause kochen? Ist das richtig? Ja. Das und die anderen sind in eigene Wohnung. Ich weiß nicht, ob das geht mit siehst du, das muss ich aber ein bisschen Mehl. Mhm. Das Wichtige ist, das sind lang und das sind länglich so, und da ist diese Lok. Nur mit Handschuhe ist immer ein bisschen schwierig, deswegen benutzen wir vielleicht, probier mal. Nimmst ein kleines Stück, du hast noch eine hier. Manchmal, ich mache auch so. Das sieht jetzt einfach aus, ist es aber nicht. Also ist es schon zu viel? Bisschen zu viel, ein kleines Stück. Und dann musst du so mit viel Gefühl. Hab ich. Ja. Oh, das ist jetzt rausgeflutscht. Ja, ich bin, und das ist zu viel Teig. Ja. Guck mal, ich nehme schon ein kleines Stück. Okay. Wenn, müssen wir die Handschuhe ausziehen. Wow, guck mal. Und probier mal jetzt rauszubekommen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Haben wir einen Seitenschneider da? Nein. Geht. Passt. Nee, das ist schon interessant, wie das alles läuft mit Online-Kochkurse. Das ist schon klar, das sind wir auch am Experimentieren, weil es ist etwas Neues für viele. Deswegen, wir müssen schauen, dass ich kann das nicht. Ich bin. Und weißt du, ob du der einzige genau Koch weiß ich bist, nicht. Aber was du so im Netz beobachtest? Ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass jemand andere gibt Kochkurse online. Mhm, deswegen, das weiß ich nicht. Mhm. Okay. Oh, das ist zu lang. Aber der Freund rutscht das rum. Ja, deswegen benutzt du ein bisschen Mehl. So, Angela, was ist denn da draußen los? Lass uns mal. Also für Alessandro gibt es wirklich sehr, 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 sehr viel Lob. Bitte? Mittlerweile für mich? Für Alessandro. Ist da auch ein Ralf drin? R ist drin, Ral, ne. Nein. Das F fehlt. Ah, gut, okay. Und, gut, ja. Und sozusagen, also diejenigen, die offenkundig bei dir schon einen Kochkurs besucht haben, ja. Die reden sozusagen miteinander, weil einige erst später dazugestoßen sind, beispielsweise die Lore Herbert. Oh. Und sie fragt, was kochst du eigentlich? Und dann gibt eine andere Dame Antwort. Und also sie reden miteinander. Ja, sehr schön. Weil du das jetzt in dem Moment natürlich nicht gleich kommentieren kannst, weil du es ja nicht siehst. Das war also eine Frage. Eine Frage gab es dann doch nochmals zum Olivenöl. Ja. Und zwar zu diesem, nein, es ist wirklich so, zu diesem Olivenöl, was du da hinten in dieser großen Flasche hast. Ja. Ob man das auch bei dir kaufen kann. Nein.
Gut, dann denke ich aber mal... Aber bei mir. Dann denke ich mal, dass jetzt diese Frage beantwortet ist. Und es kam noch eine Frage zu Polpette. Also Polpette heißt Polpette, es? Polpette, genau. Wenn die nicht angebraten sind, so wie du es jetzt getan hast, ob da nicht so gewisse Röstaromen fehlen würden? Nein, was? Weil ich vom Anrösten. Nein, also wenn weil ich habe die Röstaroma bekomme ich erst sowieso vom Zwiebel für die Soße und nicht vom Fleisch. Weil auch wenn wir machen eine Bolognese-Soße, viele machen erst das Hackfleisch rein. Das ist falsch. Erst wird ein Sofrito gebaut. Ich rede jetzt bei der Kamera. Erst wird ein Sofrito gebaut. Sofrito ist eine Basis von Zwiebel, Karotte und Selleriestange. Kein Sellerieknolle. Das wird in kleine Würfel geschnitten, Olivenöl und wird schön gut geröstet oder gebraten, bis diese Gemüse fast das ganze Wasser verloren haben. Und da in diesem Moment fängt an zu braten und dann diese ganze Röstaroma, das wir brauchen für die Soße und der Geschmack, so dass wir brauchen überhaupt nicht diese italienische Gewürze, die habe ich noch nie verstanden, wieso werden italienisch genannt. Weil das ist alles eine Mischung da drin, aber wir benutzen nicht so viele Gewürze in ein Mal, deswegen. Und dann kommt das Fleisch in die Gemüse und wird weiter gebraten. Und das Fleisch bekommt diese Röstaroma vom Gemüse. In diese Gericht, wir haben die Zwiebel schön gedünstet in die Pfanne, ein bisschen Salz, dass sie nicht schwarz werden. Und dann ist die Tomatensauce, deswegen die Tomatensauce bekommt der Geschmack von dieser roten Zwiebel. Und dann kommen diese Hackfleischbällchen da drin, die kochen und die Tomatensauce nimmt den Geschmack vom Hackfleisch, Knoblauch, Petersilien. Das sind so viele Gewürze, das brauchen wir keine Röstaroma vom Fleisch. Sag mal, ist das ein altes Gericht? Ja, sehr alt. Das merkt man, weil das ist wie die früher Feuer gemacht habe. So, sieht man die? So. Bist du sicher, dass wir genug Macaroni für alle heute Abend? Ja, für uns langt es. Also für uns zwei. Ja, so. Was ist denn die andere? Pass mal auf. Sag mal, deine Familie lebt schon noch in Kalabrien, oder? Ein Teil. So. Und böse Zungen behaupten ja, dass die uns jetzt gerade zugucken, oder? Ich hoffe. Ja, gut. Okay, pass mal auf, das wollen wir jetzt mal sehen. Wir wollen jetzt mal sehen, ja. Ob die zugucken und wenn ja, wer und wie viele. Oh. Und deshalb haben wir die Bitte, aber das ist jetzt nur eine Botschaft an deine Familie, ja. Dass deine Familie, also ich sage das jetzt in Deutsch und du tust es translaten in Italiano, aha. Dass la tua sorella e fratello, sie? Wenn die zuschauen, ja. Dann mögen sie bitte ein Herz in einen Kommentar hineinmachen. So. Okay. Und dann sehen wir mal, wie viele das sind. Okay. Oder? So. Ja? Okay. Wieso? Ja, also. Was passiert? Wird in Italienisch geschrieben? Ja. Gut, das ist kein Problem, da kann ich kommen und kann das schnell übersetzen. Das ist relativ gut zu übersetzen, also kein Problem. Okay. Ja, dann übersetz mal. Großartige Arbeit. Und dann natürlich Salute, als ihr angestoßen habt. Ja. Was ein Glück, kann man Latein. Großer Alexander, also Alessandro. Sie. Eine Umarmung. Eine Umarmung. Oh, ja. Also von daher gesehen, soll ich jetzt alle vorlesen? Nein, glaube ich nicht. Ich meine, Alessandro kann sie ja alle nachlesen. Sie sind ja alle da. Sehr schön, super, freue mich. Grazie, che siete tutti presenti. Siehst du? So, jetzt pass mal auf. Wir können ja... Also, haben die alle was zum Trinken draußen? Irgendwie, frag mal, ob die was zum Trinken draußen haben. Ja, das macht ihr doch. Ich frag ja, doch also, nicht. Ja, die könnten ja irgendwie jetzt ganz tausend viele Herzen senden oder so. Und dann wäre das ein Zeichen. Weil dann könnte man ja mal so in der Halbzeit rum, könnte man ja mal anstoßen mit der Gemeinde. Ach, oder? Ja, du hast das ja nichts mehr zum Trinken. Ja, ich habe nicht mehr so viel. Ah ja, also, du hast nur für dich ein Geschenk.
Also ihr, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt über 40 Zuschauer. Jetzt sagt ihnen doch einfach was und sie werden... So. Warte, Alessandro. So. Ecco, Maestro. So. Allora. Ok, un abbraccio. Innanzitutto grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Zum Wohl. Salute. Und kann ja jetzt auf Deutsch auch sagen. Ich, ja, mach du. Ich trinke dir mal. Danke an alle Leute, die heute dabei sind und die schauen unsere Livestream. Mhm. Vielen Dank und zum Wohl. La Famiglia è presente? Oh! Ja. La Famiglia è presente. Sehr schön. Perfetto. Alessia. Alessia. Ja. So, siehst du? Sie- so, sehr schön. Also, das ist ja schon was Außergewöhnliches, oder? Also, was ja. Also nicht nur, was wir hier treiben. Du machst es ja, wenn du hast mir das erzählt, du machst es ja von zu Hause, von der Küche aus. Ja. Oder? Und warst du technisch ausgestattet entsprechend oder hast du dir das alles zugekauft? Ich hatte gar nichts. Ich musste alles ein bisschen schauen, was kaufe ich, was brauche ich, was wichtiger ist. Und hast du das direkt am offenen Herz probiert? Also bist du sofort live gegangen oder hast du ja, nee, ich habe es sofort, habe ich ein Video gemacht für YouTube. Genau, das habe ich gesehen, ja. Die Gnocchi. Mhm. Genau, ja. Und habe ich gesehen, dann habe ich selber das Video gesehen, habe ich gesagt, nie mehr. Schrecklich. Mhm. Ich kann meine Stimme nicht hören. Schau mal mich, ich bin hässlich. Ja. Nein, das geht nicht. Du sollst dich ja nicht selber angucken. Habe ich so Theater gemacht und dann habe ich ein sehr gutes Feedback bekommen. Vielen Dank. Mhm. Und dann habe ich weiter probiert mit dem zweiten Video und dann ist der erste Online-Kochkurs gegangen und das also war super. Wir haben ja hier, das muss man den Leuten ja mal raus sagen, wir haben hier volle Beleuchtung, wir haben das hier riesen Scheinwerfer stehen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Kameras hier, wir haben Ton wie verrückt. Vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützen, weil genau. Das ist super. Salute. Vielen Dank. Salute für Danke. Euch. So. Du kannst ja mal, Stefan, du kannst ja mal zum Carsten schwenken, wenn es geht. Geht es? Geht es? Geht es nicht? Okay. Also da hinten sitzt der Carsten oder Stefan, die Angela habt ihr ja gesehen. Und die Jungs machen natürlich schon seit Dienstag einen richtig klasse Job. Und wir haben am Montag bis Donnerstag tun wir nochmal durchstreamen. Die Nachbesprechungen dann am Tag, die sind halt ein bisschen anstrengend. Gestern war es, also haben wir auch viele Feedbackgespräche führen müssen. Da ging es bis um 1 heute Morgen, ja. Also da ist ja nicht Schluss bei Dreh, ne? Also wir müssen ja dann auch vorbesprechen und alles. Darf ich einen Kommentar machen? Wenn er positiv ist, natürlich. Der Teig ist ein bisschen zu weich. Ja, okay. Und jetzt? Nichts. Kann man was retten? Nein, leider nicht. Okay, gut. Das wollte ich sagen, wieso. Das hat einen Grund, wieso sage ich das. Weil viele Leute, wenn machen der Teig, machen sofort so viel Wasser in einmal, weil die wollen sofort der Teig fertig haben. Habe ich gemacht. Ja. Und das ist das Problem, weil der Teig wird sofort weich und wir müssen immer langsam geben, das Wasser, und der Teig muss sehr hart sein. Und in diese 15 Minuten, die Ruhe hat, dann wird wieder weich. Und dann wird perfekt und dann wird auch nicht kleben. Mhm. Momentan klebt, weil zu viel Wasser. Mhm. Aber wir werden dann später schauen, wie die schmecken. Ja. So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Technik. Ja. Und mittlerweile hast du ja so eine Bewegungskamera, oder? Ja, ich habe eine Bewegungskamera und das Schönste ist, das bewegt sich wie du läufst. Wie ich läufe. Ohne dass da einer hinten dran. Nein. Ist. Also darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Wir haben hier eine riesen Technik, genau. Kamera, drei Leute, riesen Scheinwerfer und so weiter und so fort. Und du machst es zu Hause von der Küche aus. Ja. Hast dir eine Kamera gekauft? Nein, ich habe mein Laptop und mein Handy. Und, Handy bewegt oder besser, das Handy bewegt sich, wie wo ich gehe, und das Laptop, weil wenn ich habe den Kochkurs und sind mehrere Leute, das habe ich ein größeres Bild und kann ich alle Teilnehmer sehen.
Also, auch weil ich brauche zwei Kameras, weil eine ist normalerweise eingerichtet auf dem, brauche ich für der, das Herd, wo die Pfanne sind. Mhm. Und eine soll immer mich anzeigen. Ja. Deswegen. Und tust du das dann bei Live natürlich nicht nachproduzieren, aber wenn du zum Beispiel... Zeichnest du auch was auf, tust es dann danach produzieren und tust es dann online schon? Nee, eher nicht, ne? Die Video nicht. Die Online-Konkurse, nein. Das ist für mich etwas sehr privat und ich mag das nicht. Das ist, es ist auch meine private Sphäre, wie ich bin mit meinen Teilnehmern. Das ist, ich kenne es schon lang, viele Jahre und ich habe eine Beziehung mit den Leuten und das ist unsere, weißt du, das will ich nicht. Ist wichtig. Das ist ja wichtig. Ist sehr wichtig. Aha. Was ich mache, zum Beispiel die klassische Video für YouTube, ich bin allein. Okay. Und das ist schon etwas anderes, das ist für YouTube. Aber ein Kochkurs, es ist privat. Okay, gut. Ach ja, Leute. Kann es ist sagen. Warm, oder? Es ist warm, ja. Wie viel haben wir noch? Weil ich muss, das Wasser muss kochen wegen... Ja. Okay, dann 7 Minuten, das werden wir schneller die Nudeln kochen und dann wir werden einfach so zeigen, wie das geht. Okay. Genau. Wir können ja auch das ganze Ding reinschmeißen. Also, nein. So, okay. Aber das werden wir anders machen. Wir haben zum Essen heute Abend. Okay, da bin ich mir sicher. Okay, Ralf, weil ich bin verkabelt hier, das kann ich nicht so was weit... Was soll ich tun? Die zwei Auflaufformen, bitte. Die halte ich mal in die Kamera. Und du kannst einfach, dann machen wir hier so. Genau, ich brauche ein bisschen Mehl. Kannst du mir dann ein bisschen Mehl drauf machen? Die stelle ich dir einfach hier hin, oder? Aber wenn ich denke, das ist... soll immer das tragen bei Kochkursen, das ist schon anstrengend. Ja, aber stell dir mal vor, Salute. Da bin ich mal. Stell dir mal vor, du hättest eine Maske. Ja. Ching Chong. Sehr schön. Ach ja, Leute. Aber das Schönste bei Online-Kochkursen, dass viele... vielleicht aber noch nicht richtig interpretiert oder verstanden. Verstanden. Ihr könnt zu Hause auch mit Freunden euch organisieren, zum Beispiel zu zweit. Und wenn andere Freunde, zwei sind in Berlin, zwei in Hamburg, zwei in München, und einfach treffen online und das wird ein Kochkurs organisiert. Und das ist sehr, sehr interessant. Also, das finde ich. Ich weiß nicht, also für die, die hier so aus der Region sind, es gibt ja den SWR3, ja? Ja. Und die hatten mich vor vielen Jahren angefragt, ob ich ein Grill-Event machen könnte. Ja. Und habe gesagt, nee, das soll der Laber machen. Und was die jetzt mittlerweile machen, die Idee stammt ursprünglich von mir, dass die ähnlich. Wie du ein Rezept, Zutaten online stellen und dann machen die ein Grill-Event. Ja. Und dann fangen die an und sagen so, jetzt machen wir die Kohle heiß und dann grillen wir, was weiß ich, das oder so weiter und so. Das sind teilweise auch sehr ausgefallene Dinge. Und das Ganze findet im Radio statt. Genau. Das heißt, ich höre Radio, kriege zwischendrin Musik und dann... Der Laber, also dem ich es gegeben habe, der war ja, der hat das ja auch gebraucht, der hat ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. So, das ist jetzt, das muss man nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ne? Nein, also genau. So, ne? Und dann macht der quasi während der Sendung, grillt der das auch, also so wie wir hier. Ja. Ja? Und die Leute tun das zu Hause nachgrillen. Genau. So. Und der Unterschied zu dem Radiosender ist, dass man uns natürlich in all unserer Blüte, in all unserer Kraft und Schönheit sieht, mit all unserer Liebe und
live in Farbe. Und das ja, aber das, der Unterschied ist auch, dass bei einem Online-Kochkurs und auch wenn die Leute sind in verschiedenen Städten und aber ich bin da, ich bin präsent, ich bin für euch da und auch für eure Frage. Und wenn jemand hat ein Problem und das merkt, oh, das geht schief, was ist passiert? Ich bin da, um eine Lösung zu finden für euch. Was bei dieser anderen Sendung im Radio leider geht nicht. Alter Freund, ist das klasse. Oh. Ich habe natürlich meinen... Du bist sehr gut organisiert. Ich habe das T-Shirt übrigens mit den vier Steinen habe ich heute nicht angezogen. Du bist weil sehr ich gut organisiert. Ja, also so. Okay, ich mache jetzt so, dass die Hackfleischbällchen mache ich alles in eine Auflaufform. Machen wir da Käse drüber? Nein, normalerweise nicht. Weil normalerweise wir werden jetzt die Hackfleischbällchen, dann die Macaroni. In diese Soße mit diesem ganzen Geschmack vom Fleisch, auch vom Hackfleischbällchen. Aber nachdem und so kommt aus, der ja, und dann der Parmesankäse. Mhm. Sehr schön. Angela, gibt es noch irgendwelche Komplimente für mich? Dein neuer Freund Thomas? Ja, den möchte ich gerne mal ganz ernsthaft persönlich mit ihm ein Wort spreche. Ja. Was sagt er? Mit vielen Smileys und Herzchen. Oh, das ist aber nett jetzt. Ja. Aufgrund des Kommentars von Alessandro, dass dieser Teig ein wenig zu weich war, ja, hat er vorgeschlagen, dass Ralf heute Nacht noch einmal einen Teig machen darf. Ich habe das ja... Also, ja. Also was ihr nicht wisst. Das ist natürlich Absprache gewesen, ja? weil das passiert euch zu Hause ja als Amateure ja ständig, dass ihr zu viel Wasser reinschüttet, oder, Alessandro? Genau. Also das ist ja, das hat man ja nach jahrelanger Erfahrung, muss man das ja auch richtig im, also kann das euch mal vormachen, ja, das muss man im Handgelenk haben. Ja. So, ja? So. Wir Profis beherrschen das natürlich und wir wissen, dass ihr, das ist natürlich einer der Fehler, den ihr ganz oft macht. Ja, oder? Ist das, ja. Kann man so sagen, ne? Ja, wegen Wasser, so. Wegen und Menge, deswegen ja. Haben wir das jetzt nochmal vorgemacht. Das, was wir essen, schmeckt eh besser wie das hier. So, wir haben nämlich schon vorgekocht. Alessandro hat bis heute Nacht um 2 hat er ein wunderbares Tiramisu gemacht. Dann hat er Rindfleisch, oder? Hast du ja. Heute Nacht Rindfleisch hast du gemacht. Genau. Und Leute, die erste Platte, das ist ein so. Und wir posten natürlich Bilder auf Facebook, ja, um euch eine lange Nase zu machen, das ist auch klar, ja. Ne, das haben wir für euch gemacht. Gut, was gibt es noch für Komplimente für mich? Sie fragen sozusagen, warum wir eigentlich einen pfälzischen Wein trinken, also sprich eher einen Grauburgunder. Weil das ist eine... Hommage, wenn man so sagen, eine Hommage an 2 Personen hier, die im Raum sind. Oder nicht Hommage ist das falsche Wort, ein Liebesbeweis, ein Beweis an die Menschen, die uns nahestehen und ursprünglich aus der Pfalz kommen und wir gerne hier Alessandro in Baden zivilisiert haben. Kann man so sagen, oder? Ja, also ich glaube, das ist doch, ne, oder? Das ist doch, glaube ich... Ja, es ist so. Das entspricht eben, danke. Ich bin die Meinung, dass ich lebe eher in Deutschland. Ich habe zu tun auch mit vielen Winzern in die Pfalz. Und ich finde es schön, wenn ich kann meine Kunden unterstützen, weil die unterstützen mich. Und in die Zeit auch jetzt, die sehr schwierig ist, ich habe eine sehr große Unterstützung. Und deswegen finde ich immer schön, zusammenzuarbeiten. Ich weiß, in Italien gibt es auch wunderschöne italienische Wein, aber ich kenne die Leute nicht. Die kennen mich auch nicht. Ich bin ihr. Und ich muss auch schauen, mit wem ich arbeite. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Wie sagt man, geben und nehmen. Aber grundsätzlich kann man doch sagen, dass zu einem italienischen Gericht muss nicht italienischer Wein. Nein, nicht unbedingt. Ja, nein. Also wir haben in die Pfalz so tolle Weine und deswegen, das wieso muss unbedingt, aber auch in die ganze Badische Bergstraße, das sind auch tolle Weine, das ist die Region hier, das haben wir so tolle Produkte.
Ich glaube auch nicht, dass der Basilikum kommt aus Italien. Das kommt aus Deutschland. Die Tomatensauce vielleicht aus China oder so. Nee, hoffe ich nicht. Nee. Ja. Das werde ich auch nicht kaufen. Nein, aber es ist ja in der Tat, es ist ja in der Tat so, dass... Ja. Es ist klar, ich hätte auch gerne gehabt die Aubergine oder die Paprika aus Kalabrien. Die sind fantastisch, unsere Gemüse. Aber wenn ich denke, auch die 2000 Kilometer weit weg, dann lieber gehe ich hier bei einem Bauer, der hat auch tolle Gemüse. Dann also, es da ist geht, von meiner also wir Seite erleben ja gerade in der Corona-Krise, dass die globalen Wertschöpfungsketten, um das mal so zu sagen, dass die ja jetzt irgendwie uns ziemlich irgendwie zwischen die Kiste gefahren sind, ne? Also Stichwort Toilettenpapier und Masken. Schiefe brauchen halt mal 12 Wochen, bis sie hier in Hamburg irgendwie ankommen. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, wenn man sowas macht, dass man, so wie du sagst, und das finde ich irgendwie auch eine coole Geschichte, dass man da auch die regionalen genau. Produzenten, ja. Und das gilt im Übrigen nicht nur für Lebensmittel, sondern das gilt auch für ganze Industriezweige, dass wir einfach mal darüber nachdenken. Wir sind im Übrigen nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten, sondern auch aus ökonomischen Gesichtspunkten, dass wir einfach mal überlegen, ob höher, schneller, weiter und globale Weltwirtschaftsketten das weisheitsletzter Schluss sind. Also im Moment leben wir, merken wir, dass das nicht funktioniert. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also am Montag haben wir übrigens einen super Livestream, 11.30 Uhr geht's los. Schaltet ruhig ein. So, okay. Was passiert jetzt? Jetzt, ich brauche nur ein bisschen Platz. Mhm. Ich habe die Macaroni raus aus dem Wasser. Mhm. Ich mache jetzt ein bisschen... Achso, und die tust du jetzt schon in einer separaten Pfanne? Ah, ja, okay. Die Tomatensauce dazu, weil wichtig ist, dass die Nudeln in die Tomatensauce reingehen und das werden geschwenkt. In Deutschland habe ich öfter gesehen, Nudeln weiß in eine Schüssel und daneben die Soße. In Italien geht nicht. In Italien, die Nudeln müssen zusammen mit der Soße gemischt werden und dann sofort serviert. Und was ich auch oft sehe, ist, dass die Leute... benutzen ein bisschen heißes Wasser. Heißes Wasser und dann tun die Olivenöl rein. Nein, kein Olivenöl. Das so, nee, ist falsch, weil dann die Nudel, die kocht in diesem Wasser mit Olivenöl, dann die Soße klebt nicht mehr an die Nudel, weil die Nudeln sind ölig. Und die denken... Das Olivenöl müsst man reintun, damit die Nudeln nein, nicht zusammen. Nein, nein. Erst die Nudeln, wenn das Wasser kocht, das Salz reintun, die Nudeln sofort rein kochen. Das müssen wir öfter auch rühren. Das ist sehr wichtig. Wir können nicht denken, die Nudeln da rein. Aber ich habe auch gesehen, viele Leute, die machen Nudeln rein und die schalten aus. Und dann fertig. Kurze Frage von mir. Sprich, weil auch das hier drin steht. Bei dem frischen Nudelteig, wie lange müssen die Nudeln denn in dem Moment kochen? Ungefähr. Trocknen. Kochen. Bei frischem Nudelteig. Bei frischem Nudelteig manchmal 4 Minuten, maximal nicht mal 5 Minuten. Okay. Hat zu tun auch, wie hart der Teig ist, aber normalerweise um die 4 Minuten. Wenn die kommen hoch, normalerweise können wir schon raus. Hier sind die Nudeln. Dann mache ich jetzt schöne Parmesan-Käse drauf und wir können das schon servieren. Okay. Haben wir eine Kamera? Ich wollte das zeigen. Ich bringe da vorne. Ich, bringe so. Ich kann mich nicht so viel bewegen, ich bin festgebunden. So. Okay, so. Un momento, per favore. Aua. Prego. Grazie. Oh, das war arg heiß. Ja. So. Wie viel haben wir noch, Angela? 10 Minuten. Wir haben jetzt 7:15. Bedeutet? Ja. Also ich möchte eine Stunde 15 Minuten jetzt. Also wir haben auf Facebook haben wir normalerweise 90 Minuten und dann schaltet der Stream ab. Ja. Also hätten wir noch 10 Minuten, glaube ich. Viertelstunde. Aber ja, aber dann wird es auch knapp, weil Facebook hat ja auch irgendwie ein anderes Ding. Aber wir sind fertig, oder? Ja. Also ich möchte jetzt was machen, Alessandro. Ja. Ich weiß, dass die Jungs jetzt da hinter der Kamera komplett durchdrehen. Haben wir, ich hole mal noch 2 Gläser. Warte mal. Wir holen die jetzt hinter der Kamera. Ja. Also Jungs, pass auf, ihr müsst jetzt das irgendwie so organisieren. Ihr müsst es das jetzt alles irgendwie läuft so organisieren, ohne euch. Dass das Ding von alleine läuft und dass ihr hierher kommen könnt, dass wir mit euch anstoßen können.
Also wir sind uno, due, tre, quattro, cinque, sei und wir haben quattro Gläser. Alla. Gut, ich kann ja aus der Flasche trinken. Wird euch was auch noch? Nein. Okay, also wir brauchen... Ich hab doch ein Glas. Ja, also, aber ein Weinglas. So, wir brauchen noch zwei Gläser, bitte. Die organisiere ich jetzt mal alles. Wir haben schon da. Ich kann euch noch was erzählen, so zum Ding. Kommt hier, kommt hier. Die Zeit läuft. Alessandro, vielleicht sagst du mal was noch, was du morgen oder irgendwann kochst. Oder in ich bin Opla. Ich bin morgen sowieso bei Porzelt. Aha, okay. So. Und ich freue mich, dass alle hier vorbeikommen bei Porzelt, bei aha. Klingenmuster, mich zu besuchen und Wein probieren. Die haben wunderschöne biologische Wein. Ich bin jede Wochenende bis Ende August bei Porzelt. So, und jetzt kommt hierher alle. So, da ist jetzt schon mal das Kamerakind Stefan. Ah ja, die haben... Dann ist die Angela da. ...viel getan und gemacht. So. Kommt ruhig her. Alessandro, du gehst da runter. So. Ja. Du laufst hinter mir vorbei. Stell dich rein. Das ist mein Glas, da habe ich rausgeklutscht. So. Theo, komm her. Hinter mir vorbei. Stellt euch hin. Angela, vieni qua. Subito. So, also. Theo. Grazie. Angela. Carsten. Ja, ich komme. So. Da muss ich erst noch die Mütze aufsetzen. Also, wir wissen jetzt gerade nicht, was passiert. Da draußen. Lieber Alessandro, mille grazie. Vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Theo, vielen Dank, Angela, vielen Dank, Carsten. Es war mir eine Ehre, bei euch auftreten zu dürfen. Ich habe das gerne für euch gemacht und ihr da draußen hier www.alessandro-deinkoch.de, Telefonnummer 015251917895. Wenn ihr so ein Event machen wollt, es macht nicht nur total viel Spaß. Es schmeckt auch super. Und das Beste ist es trinken. In dem Sinn, gell? Also, grazie. Danke, dass ich dürfte hier sein. Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.